Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fürchen sucht Händchen. Mein Name ist Alina, ich bin hier im Tierheim in Ingelheim und heute zeige ich euch ein paar Tiere. Kommt mit! Ich stehe jetzt hier mit der Christina, wir sind bei den Hasen und erzählen uns mal ein bisschen was über den Hasen, den du gerade auf dem Arm hast. Das ist der kleine Filou, der ist Anfang Oktober geboren, wurde bei uns abgegeben mit seinen zwei Geschwistern und er ist jetzt der Einzige, der noch auf dem Zuhause wartet von den dreien. Was hat der Hase denn für Charaktereigenschaften? Also er ist lieb, er ist verschmust, wie man sieht. Ein bisschen sensibel, also sucht auch eine ruhige Partnerin. Ja, am besten in Innenhaltung. Jetzt ist er nicht gewohnt, die Außenhaltung. Und mehr gibt es zu ihm nicht zu sagen. Okay, er ist auch geimpft dann. Genau, bei uns gehen die Kaninchen nie ungeimpft raus. Einmal im Jahr werden sie geimpft. Ja. Also hier sind wir jetzt in der Außenvoliere von unseren kleinen Kaninchen, auch Hasental genannt. Hier sind die Kaninchen, die die Außenhaltung gewöhnt sind. Und hier haben wir Jojo, der ist 2 Jahre alt, wurde in einem ganz miserablen Zustand abgegeben, hat nichts gefressen, hat ein ganz blödes Zahnwachstum und wurde deswegen auch operiert. Und das Problem ist bei ihm, er kann nur Karotten fressen, die klein gehobelt werden. Er frisst zwar auch die großen Stücke, aber trotzdem sollte man alle 6 bis 8 Wochen die Zähne kontrollieren lassen. Die müssen gegebenenfalls abgeschliffen werden. Ja, das ist so das, was man zu ihm sagen kann. Er ist ein ganz lieber, verschmuster, neugieriger Kerl und ist jetzt hier in Gesellschaft mit der Hopsi. Und Ich finde, der sieht total außergewöhnlich aus. Was ist denn für eine Rasse? Das ist ein Löwenköpfchen. Und das ist ganz rassetypisch, dass sie hier so ein Bärtchen haben, so flauschig sind. Ja. Ja, wir haben jetzt hier den anderen Hasen, seine Freundin, die Hopsi. Und erzähl mal ein bisschen was über sie. Ja, also Hopsi kam zusammen mit ihrem Freund Frosty zu uns als Abgabe, weil die Leute umgezogen sind. Ihr Freund Frosty ist leider verstorben. Ups. Und deswegen haben wir halt gedacht, dass sie halt nicht alleine bleibt. Setzen wir Jojo dazu und jetzt haben sie sich gesucht und gefunden und gehen jetzt auch zusammen in die Vermittlung. Was ist sie denn für eine Rasse? Sie hat ja so eine besondere Fellfarbe. Also sie hat eine Chinchilla-Farbe, nennt man das, und ist ein reines Zwergkaninchen. Das sieht man an den kleinen Ohren. Ja, ist noch ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, aber wenn man sich intensiv um sie kümmert, mit ihr ein bisschen Zwangsschmus, dann kriegt man das genauso gut hin wie bei Jojo. Wir sind jetzt beim Jack im Katzenhaus und die Christina wird uns jetzt ein bisschen was über ihn erzählen. Ja, also der Jack ist 2 Jahre alt, ist abgegeben worden mit seinem Bruder zusammen. Bei ihm wurde aber FIV positiv getestet, also Katzen-AIDS übersetzt. Die Krankheit ist noch nicht ausgebrochen, muss auch nicht unbedingt. Deswegen suchen wir ein stressfreies Zuhause mit gesichertem Freigang. Es ist schwierig für ihn, weil er jetzt als Wohnungskater vermittelt werden soll und er war vorher Freigänger. Aber hier kriegt er das auch ganz gut hin. Wie lange ist er denn schon bei euch? Der ist jetzt seit Anfang August diesen Jahres bei uns. Aber es muss ja nicht sein, dass die Krankheit ausbricht. Also es kann auch sein, dass er ein normales, langes Leben hat, ohne dass der Katzen-AIDS ausbricht, oder? Genau, deswegen suchen wir ein stressfreies Zuhause. Gern kann er auch zu einem vorhandenen Pfiff-Kater oder Katze vermittelt werden. Ja, ist ein ganz verschmuster und lieber Kerl. Versteckt sich jetzt heute ein bisschen, wahrscheinlich ist er kamerascheu. Ja. Und wir hoffen, dass wir ein super schönes Zuhause für ihn finden. Ja. Und der Mensch kann sich nicht anstecken? Nein, das ist nicht übertragbar auf Menschen, nur von Katze zu Katze. Also wenn er jetzt eine andere Katze beißen sollte, dann könnte es schon sein, dass er sich dann infiziert. Mhm. Wir sind jetzt im Katzenhaus mit Erasmus. Sie ist eigentlich eine Sie, aber sie hat einen männlichen Namen. Warum ist das denn so? Und da müsste man die alten Besitzer fragen. Auch bei uns wird sie öfters mal als Kater durchgelassen, statt als Katze. Ja, es ist halt so. Ja, sie ist 10 Jahre alt, ist abgegeben worden aus Unsauberkeitsgründen. Bei einer Röntgenuntersuchung wurde festgestellt, dass sie eine Altverletzung hat am Becken und an der Wirbelsäule, das auch Schmerzen verursacht hat. Sie braucht jetzt auch lebenslängliches Schmerzmittel. Und wir versuchen sie ein bisschen zur Sauberkeit zu erziehen, aber es klappt nicht wirklich. Wir haben hier überall Wickelunterlagen und das neue Zuhause sollte damit zurechtkommen, dass sie auch mal ein Häufchen oder ihr Pipi daneben setzt. Ja, aber es ist eine ganz liebe, wie man sieht, und eine verschmuste Katze, die ganz dringend ein Zuhause sucht.
Wie lange ist sie denn schon bei euch? Also Erasmus ist seit dem 4.9. bei uns. Ja, ist schon eine ganz lange Zeit. Ist halt ein bisschen schwierig mit der Unsauberkeit, sie zu vermitteln. Aber wir hoffen immer noch und vielleicht nach Weihnachten oder spätestens 2015 im neuen Jahr kriegt sie eine Chance auf ein neues Zuhause. So, das war es auch leider schon wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Tierheim in Ingelheim erreichen könnt, dann schaut jetzt ganz genau hin bei unserem Abspann, besucht die Internetseite und vielleicht habt ihr bald ein neues Haustier. Tschüss!